anlegen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dying Light 2 Stay Human. Ich habe mal meine zweite Frau ins Krankenhaus gefahren. Das war die schnellste Fahrt meines Lebens. Ihr ist 3 Monate zu früh die Fruchtblase geplatzt. Du hast Kinder? Nein, da gab es keine Rettung mehr. Ansonsten keine, von denen ich wüsste. Tut mir leid. Ist okay. Welcher normale Mensch will in so einer Welt schon Kinder haben? Müssen die jetzt hier reinquatschen ins Tutorial? Nächtliche Erkundung. Nachts wimmelt es in der Stadt nur so von Infizierten. Um sicher zu bleiben, nutzen sie für den Weg durch die Stadt vor allem die Dächer. Vermeiden sie auf der Straße lieber unbedingt die Heuler. Wenn Heuler sie sehen, werden sie die anderen warnen und die Jagd beginnt. Achten sie während der Jagd auf Verstecke auf den Dächern oder verstecken sie sich im Licht von UV-Scheinwerfern. Alles klar. Wir hatten vor, loszulaufen. Wir wollen zu Hakon im Krankenhaus. Hakon, nicht Hakon. Es ist kein Franzose. Oder vielleicht schon, aber... Beeil dich, Aiden. Wir müssen ins Krankenhaus rein und wieder raus, solange es Nacht ist. Morgen früh wird es hier eine Menge Infizierter geben. Nichts zu untersuchen? Gemein. Ach du Scheiße. Frage ist, was ist da? Ich will gar nicht wissen, was es ist. Sind irgendwelche fliegenden Dinge? Keine Ahnung. So, da unten wollen wir rein. Das Schloss ist kaputt. Kein Problem. Such den alten Bus. Ein Bus? Zur Stunde Null ist ein Bus in das Krankenhaus gerauscht. Hat ein Loch in die Mauer gerissen. Da kommst du rein. Weil niemand reingekommen ist, besteht eine gute Chance, dass noch ein paar Marker übrig sind. Ich bin am Haupteingang. Ich habe dir eine sichere Route markiert. Ich warte am Empfang. Großes Gebäude, ha? Huh? Der GIE hat ein paar von denen für die Medikamentenforschung genutzt. Als alles den Bach unterging, haben sie Forscher zwangsrekrutiert und ihnen das Geld hinterhergeworfen. Und was kam raus? Ein Haufen Scheiße. Ich liebe und hasse Yapaku gleich. Nur noch ein kleines Stück. Wir haben nicht viel Zeit. Bleib dicht bei mir. Die Tür ist verschlossen. Weißt du, wie man Schlösser aufkriegt? Klar, Schlüssel umdrehen. Und wenn du keinen Schlüssel hast? Hakon, ich bin tausende Kilometer gereist. Denkst du wirklich, dass Türen ein Problem für mich sind? Mann, ich frag ja nur.
Ich glaube, in diesem Raum findest du alle Geräte, die du brauchst, Maestro. Ich habe Schrott gefunden. Daraus kannst du Dietriche machen. Stellen Sie Dietriche her. Das machen wir doch gerne. Fertigung. Ein Dietrich. Brauchen wir ein paar Teile. Da haben wir Gott sei Dank welche von. Inventar. Müssen wir gucken. Hier im Rucksack. Wir haben ein bisschen neues Zeug. Ein bisschen Reis, Zigaretten, Kristall. Und so weiter und so fort. Ich mag das aber nicht, wenn irgendwas hier noch aufblinkt. Ist da Waffen 7 von 24? Was ist? Achso. Hm. Okay. Kann ich den eigentlich reparieren irgendwie? Modifizieren? Nee. Okay. Schade eigentlich. Also ich würde gerne den irgendwie reparieren. Ich glaube, das geht nicht. Na gut. Tagebuch, alles klar. Neue Quest. Ha, gute Arbeit. Schlösser knacken. Öffnen Sie verschlossene Türen und Behälter mit Dietrichen. Dietriche lassen sich auf einfache Weise aus Schrott herstellen. Stellen Sie also sicher, dass Sie sich damit oft bevorraten. Um ein Schloss zu knacken, müssen Sie die richtige Position für den oberen Dietrich finden. Bewegen Sie den oberen Dietrich mit der Maus. Um die oberen Dietrich-Position auszuprobieren, drücken Sie A, um den Dietrich zu bewegen. Je weiter Sie von der richtigen Stelle entfernt sind, desto mehr Widerstand spüren Sie. Es ist immer sehr... Alter, was das denn? Okay. Du hast nicht gelogen. Du kennst dich tatsächlich aus. Hatte keine andere Wahl. Ich musste mich auskennen. Was macht denn hier die ganze Zeit für einen Scheiß? Irgendwo Aua oder was? Fuck! Ja, fuck. Ich stelle mir erstmal ganz kurz ein bisschen Zeug wieder her. Das kann ja nicht sein. Also erstmal mal hier. Ein bisschen Honig haben wir noch übrig. Und ein paar Dietriche. Und dann, wie sieht das aus mit der Gesundheit? Wo sehe ich denn das nochmal? Inventar? Nein. Tagebuch? Ah, hier oben. Ausdauer, Gesundheit, Immunität und Ausdauer. Ist eigentlich nur alles in Ordnung, oder was? Was hat er denn hier oben links die ganze Zeit? Hilfst du mir mal? Klar. Das geht nicht. Los, hier lang. Daxon voraus. Bleib ruhig. Aua. Mia? Adi, wo bist du? Das ist keine gute Idee, Mia. Wenn es das wäre, wäre es ja langweilig. Was tust du da? Mia, nicht auf der Wand!
Aiden. Alles okay? Ja. Sicher? Sprich mit mir. Dieses Krankenhaus, in so einem war ich schon mal. Eine GIE-Einrichtung. Tja, davon gibt es in der Stadt einige. Ich habe diese Erinnerung. Ich suche Mia. Sie ist meine Schwester. Ich habe dir ja schon von Walls erzählt. Da war was. Ja. Keine Ahnung. In meinem Kopf ist Chaos. Du hast die Erinnerung unterdrückt. Wie ich die von meiner dritten Frau. Die Infektion hilft dabei nicht gerade. Kopf hoch. Wir finden den Marker und hauen dann ab. Komm. Ja, danke. Wenn ich die ganzen Zombies hier unter uns sehe, ne? Das wird mir ja schon ein bisschen stinken, vor allem wenn wir nach unten gehen wollen. In der Suche trotzdem noch alles. Ich weiß, wir sollen ja eigentlich ihm folgen, aber ich denke mal, die würden hier nicht einfach sowas ab, so viel Zeug einbauen zum Looten, wenn man es nicht nützen soll. Läuft er immer vor bis zu dem Punkt, wo es gefährlich wird, und da schickt er uns dann los. Schlafende Schönheiten. Ja, wir müssen an ihnen vorbei. Wenn du dich duckst und langsam gehst, bemerken sie dich nicht. Wenn du ihnen zu nahe kommst, bist du erledigt. Aber das weißt du bestimmt schon. Ja, weiß ich. Was ist das? Chemie. Fieses Zeug. Als das Virus außer Kontrolle geriet, besprühte der GRI die ganze Stadt mit diesem Dreck. Hat ja super funktioniert, was? Mhm. Ja, unten ist eine Kiste. Also, der Typ, von dem du mir erzählt hast, wie hieß er noch gleich? Waltz? Ja. Wie kommst du jetzt auf den? Ich dachte gerade dran. Er führte doch irgendwelche Experimente durch. Da war er nicht der Einzige. Es gab noch mehr Städte wie Villador. Von Mauern umringt, abgeschnitten von der Außenwelt. Viele arbeiteten an einem Impfstoff, Aiden. Aber nun gut. Die Welt ist voller Drecksäcke. Krankenhaus, ne? Also, alles, was ich kriegen kann.
Nein, ich wollte. Das Ding doch untersuchen. Also gut. Sei vorsichtig. Das ist instabil. Komm schon. Lebst du noch? Glaube ja. Kannst du hochklettern? Klar, warte kurz. Beeil dich. Uns läuft die Zeit davon. Warte, ich habe eine Idee. Erinnerst du dich an den Cocktail, den ich dir vorhin serviert habe? In der Werkstatt der Mädels. Hemmstoff. Genau. Du bist in den ersten Stock gefallen. Dort gibt's irgendwo GAI-Lagerplätze. Suche nach grün-weißen Kisten. Da drin sollte Hemmstoff sein. Wenn du noch eine Dosis nimmst, kommst du wieder zu Kräften. GAI-Zugangsschlüssel. Ihr GAI-Zugangsschlüssel ist ein besonderes, raffiniertes Verschlüssungswerkzeug, das spezielle Türen und Truhen öffnen kann, die mit dem GAI-Zeichen gekennzeichnet sind. Außerdem können damit versteckte Hemmstoffbehälter entdeckt werden. Der GAI-Schlüssel wird automatisch in der Nähe eines Hemmstoffbehälters aktiviert und zeigt die Entfernung zu diesem Fundort an. Halten Sie Q in der Nähe eines versteckten Hemmstoffbehälters gedrückt, um Ihren Überlebenssinn zu verwenden und dessen Fundort hervorzuheben. Weggelaufen. Versucht, drum rumzukommen. Von innen verschlossen.
können das ganze Eis essen, das sie vor uns versteckt haben. Ich hab Angst, Mia. Hey, ich auch. Und ich bin jünger als du. Also sei kein Angsthase, Adi. Was, wenn der Doktor uns sieht? Bitte nicht. Außerdem müsst ihr uns dann fangen. Komm schon, nicht kneifen. Sei kein Angsthase, Adi. Ding auf jetzt. Oxidationsmittel. Antibiotika. Ich glaube, so Medizinzeug ist, glaube ich, alles gut gekennzeichnet hier mit Lampenzeugs. Feste Schuhe. Hemmstoffe. Hemmstoffe sind die einzige Möglichkeit, ihre maximale Ausdauer und ihre Gesundheit zu steigern. Es ist wichtig, diese Attribute zu steigern, dass einige Fertigkeiten dadurch zugänglich werden. Jedes Upgrade erfordert 3 Hemmstoffe. Wenn Sie sie finden, wechseln Sie zur Menüfertigkeit, um Ihre Werte mit einem Stufenaufstieg zu verbessern. Hemmstoffe finden sich in GI-Kisten, die an den Orten GI-Quarantäne und GI-Anomalie verborgen sind. Bei Erkundungen abseits der ausgetretenen Pfade können auch zusätzliche Kisten entdeckt werden. Upgrade von Ausdauer oder Gesundheit benötigen 3 Hemmstoffe. Wählen Sie jetzt Ausdauer, um höher klettern zu können. Ja, okay. Hemmstoff, Gesundheit, Ausdauer. Alles klar. Was ist los? Hab den Hemmstoff genommen. Fantastisch. Geh zum Aufzug zurück. Ich warte noch auf dich. Aufzugsschacht zurück. Gar kein Problem, machen wir doch gern. Hallo? Hakon? So doof zum Klettern hier gerade, oder was? Ich muss doch an den gelben hoch. Mich umdrehen? Naja. Klettern hier mit Scheiße. Du warst eine Weile weg. Wie fühlst du dich? Na, infiziert, aber bereit loszulegen. Ha, das ist gut. Tut mir leid, Junge. Hä? Was tut dir leid? Das hier, im Namen all seiner Huren, Gauner und Idioten, ernenne ich dich nun zum Bürger von Villedor. Was? Du
du verwandelst dich gleich. Geh ins Licht, schnell! Das war knapp. Was würdest du ohne mich tun, Pilger? Hm? Ich wollte nie ein Pilger werden. Irgendwie ist das einfach so passiert. Ich bin aus einem ganz anderen Grund durchs Land gewandert. Ich suche meine Schwester. Und was dann? Dann? Was machst du, wenn du deine Schwester gefunden hast? Weiß ich noch nicht. Seltsam. Dafür ist noch genug Zeit, wenn ich sie gefunden habe. Wenn du sie gefunden hast. Also ich habe einen sehr spezifischen Plan. Genau so siehst du auch aus. Ich möchte am Meer leben. Dort soll ja alles einfacher sein, weißt du? Ich wollte schon immer mal surfen lernen. Musst ein paar alte Postkarten gefunden, oder was? Ah, verspotte meinen Traum nicht, Mann. Eins weiß ich bestimmt. Ich muss raus aus dieser Stadt. Sie bringt mich um. Stück für Stück. Hilfst du mir? Das Meer ist sehr weit weg von hier. Wir sind beide infiziert und niemand will Pilger in der Nachbarschaft. Scheiß auf die Leute. Um die kümmere ich mich. Und du hilfst mir draußen zu überleben. Du kennst die Wege. Du weißt, wie man draußen überlebt. Was sagst du? Wir passen aufeinander auf. Wie klingt das? Okay, dann mal los. Großartig. Machen wir. Das wirst du nicht bereuen, Aiden. Versprochen. Und was dein Ziel angeht. Die Lage ist folgende. Nachdem der PK-Commander ermordet wurde, haben sie den Weg ins Zentrum blockiert. Der Mörder soll an der Flucht gehindert werden. Um zum Fischauge zu kommen, müssen wir sie austricksen. Aber ich weiß, wann die Nachtwache abgelöst wird. Das ist unsere Chance. Ich hole das Zeug, das wir für den Weg brauchen. Ich muss unsere Chancen abwägen. Bis dahin, sieh dich um. Lass dich gehen. Komm schon. Ich zeig dir was. Was der liebe Hakon zu zeigen hat, das sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Dying Light 2, Stay Human. Haut rein und tüdelü.